Wermelskirchen. Das aufstrebende Mittelzentrum im rheinisch-bergischen Kreis liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Köln an der Autobahn A1. Das Stadtgebiet Wermelskirchen besteht aus drei Stadtteilen, dem Gebiet des ursprünglichen Wermelskirchen und Gemeinden Dabringhausen und Dünn. Auch andere Zentren wie die Landeshauptstadt Düsseldorf oder Dortmund liegen in unmittelbarer Nähe. Städtisches Krankenhaus, ärztliche Versorgung in fast allen Sparten und sonstige akademische Heilberufe finden Sie in Wermelskirchen. Bekleidungsgeschäfte, Dinge für den täglichen Gebrauch oder zum Verschenken. Es gibt eine Vielzahl an Geschäften mit attraktiven Angeboten. Von der Kita bis zum Abitur und der Berufsschule sind der schulischen Ausbildung keine Grenzen gesetzt. Selbst ein berufsbegleitendes Hochschulstudium ist in Wermelskirchen möglich. Wandertage lassen Schüler die Natur- und Freizeitangebote in Wermelskirchen kennenlernen. Kirche wird in allen Generationen durch viele Gemeinden gelebt. Festivals wie das Youth Nighted laden zum religiösen Austausch und Lobpreis in einer tollen Geselligkeit ein. Um Wermelskirchen lädt herrliche Natur zum Entspannen und zur aktiven Fitness ein. Neben der Dünntalsperre lockt das verwunschene Aifgental als Wanderziel. Entlang des Aifgenbachs verläuft einer der schönsten Abschnitte des Bergischen Jakobswegs. Wandern und Radfahren werden in Wermelskirchen ganz groß geschrieben. Dank der vielfältigen Angebote an Hotels, Gasthöfen und Restaurants lädt die Stadt Wermelskirchen zu einem naturnahen Urlaub ein. So wird mitten in der Natur der Spatzenhof seit 1959 als Gastronomie und Hotellerie geführt und bietet ein Restaurant und Hotel an. Mit der Straußenfarm Emminghausen hat die Stadt ein einzigartiges Reiseziel. Erleben Sie Wildtiere so nah wie möglich. Hunderte Besucher aus näherer und weiterer Umgebung reisen jedes Wochenende nach Wermelskirchen, um die hervorragenden Torten der Konditorei Wild zu genießen. Die Konditorei befindet sich etwas unterhalb von Deutschlands höchsten Naturweihnachtsbaum, der besonders in der Adventszeit die Besucher anlockt. Unseren Neubürgern bringt die Stadtverwaltung in der Stadtführung die Historie der Stadt in einem interessanten Rundgang näher. Stadtfeste, verkaufsoffene Sonntage, sportliche Veranstaltungen und vieles mehr beleben nicht nur die Innenstadt. So lockt der Dabakusener Karneval jährlich mehr als 5000 Gäste nach Dabringhausen. Die traditionelle Herbstkirmes mit Matinee ist überregional bekannt und lockt viele Touristen und Altwermelskirchner in die Stadt. Neben vielen Ballsportarten wie Fußball, Handball und Tennis werden auch zum Beispiel Reiten und Judo angeboten. Einige Mannschaften und Athleten messen sich hier erfolgreich bei nationalen und internationalen Wettkämpfen. Stadt Wermelskirchen, der richtige Ort.